Das ist die aktuelle Abschussausrichtung auf die Arche Passero. Die Cat visieren die Staseräume mittschiffs an. Dann zerfällt das Schiff in zwei Teile. Wahrscheinlich sucht das ganze Schiff nach uns. Hier drüben! Raker, was ist los? Seldens Wunden waren tödlich. Das tut mir leid. Er war tapfer. Ich kann auf dieses Terminal nicht zugreifen. Es funktioniert nicht! Ryder, kann Sam diese Tür für uns öffnen? Mal probieren. Moment, ich muss die Sicherheitsmaßnahmen überbrücken. Raker, wir haben ein Riesenproblem. Haben Sie die Geschütze dort hinten gesehen? Ich weiß schon. Sie werden die Arche zerstören, bevor wir die Triebwerke hochfahren können. Außer... Falls Sie eine Idee haben, ich bin ganz Ohr. Venro hier hat früher ÜLG-Antriebe auf Privatkreuzern repariert. Venro, ein EMP-Gerät? Könnte funktionieren. Wenn wir eins in der Nähe dieser Geschütze zur Detonation bringen, haben sie keine Energie mehr. Und die Arche wäre außer Gefahr. Was ist mit ihren vermissten Leuten? Ich suche weiter. Captain Hager und Venro beschäftigen sich mit dem EMP. Damit das funktioniert, muss eine ganze Menge klappen. Darin sind Salarianer ganz besonders gut. Die Tür ist jetzt offen. Wir bleiben in Funkkontakt. Ja. Bis dahin müssen wir eine Reliquie finden. Sam. Ich markiere die Route zu den Quartieren des Archons. Wieso flüstern wir eigentlich noch? Weil wir ein feindliches Schiff infiltrieren. Dessen Besatzung allerdings längst weiß, dass wir hier sind. Wir sollten trotzdem kein Risiko eingehen. Verdammt, sie machen es schon wieder. Sam? Es gibt eine Alternativroute. Ich überbrücke die Türsteuerung. Ich spreche es ja nur ungern. Aber wie viele Salarianer wären noch übrig, falls wir die Arche nicht retten? Nicht genug. Ihre komplette Spezies stünde vor dem Aussterben. Ich möchte nicht derjenige sein, der das ihrem Piloten Callow mitteilen muss. Nein. Die Cat verstärken ihre Sicherheitsmaßnahmen. Scannen Sie das Zugangssteuerpult. Die Tür ist stimmgesteuert. Ich kann versuchen, ihre Stimmbänder zu modulieren und der Intonation der Cat anzugleichen. Okay. Na dann mach mal. Das System fragt nach Ihrer Autorisierung. Was möchten Sie antworten? Auf dem Schiff wurden Eindringlinge entdeckt. Wir müssen diesen Bereich sichern. Zugang gewährt. Beeindruckend, aber auch beunruhigend. Okay, wir sind definitiv vom Weg abgekommen. Ein Kettlabor. Boah, das ist nie etwas Gutes. Komisch, die sehen uns auch nicht.
Astronaut! Sie müssen von uns gehört haben. Das könnten ihre Wissenschaftler sein. Was machen die hier? Nichts Gutes, so wie es hier aussieht. Die Wissenschaft der Cat bringt nur eins hervor. Leid. Festsetzung, Kastrofbesatzung. Scheiße. Merkwürdig. Nur nützlich, wenn man was zu verbergen hat. Cool. Tja, wahrscheinlich, ne? Geil. Aber ich glaube, wir lassen mal die Scheiben auf. Durchschießen kann man ja eh nicht. Aber wenn hier jemand kommt, sehen wir es nämlich auch. Wir haben Gesellschaft! Wir müssen durch sie durch! Sie sind tot! Es wäre leichter, wenn die Cat die Reliquie einfach übergeben würden. Dann könnten wir alle Munition sparen. Ich glaube, wir haben die fehlenden Stasi-Kapseln gefunden. Vielleicht leben die Salarianer ja noch. Die Kapsel ist leer. Verdammt. Diese ist ebenfalls leer. Sie sind alle leer. Was geht hier vor? Aufstiegskapsel. War ja nicht gerade noch ein Behälter da. Salarianer wurden einige Organe entnommen. Er scheint nach der Operation gestorben zu sein. Oh Gott. Die waren dabei noch lebendig? Diese Catschlechter. Für sie ist Erbarmen ein Wort ohne jede Bedeutung. Wir sind für sie nicht mehr als Schiebe, oder? Ich habe genug gesehen. Wir müssen die Reliquie finden und diese Monster ein für alle Mal aufhalten. Jemand wird dafür bezahlen. Lassen Sie Ihre Wut an denen aus. Ihr Bastarde! Wir sind keine Versuchstiere! Schon
hat gut getan. Wie sieht's aus, Sir? Um zu den Quartieren des Archons zu kommen, müssen Sie einen anderen Weg durch die unverschlossene Tür nehmen. Ryder, Vorsicht. Das ist eine Art Eindämmungsfeld. Deine Gegenwehr ist sinnlos. Ich bin seit Jahrzehnten in diesem verlassenen Cluster. Umgeben von Amöben. Dann kommst du, ein Mensch, fähig, das Undenkbare zu tun. Du bist sogar mir entkommen. So ein unwahrscheinlicher Gegner. Es war beinahe erfrischend. Und doch ist es ein passendes Ende. Sie wissen nicht, womit Sie es zu tun haben. Ich schlage vor, Sie lassen mich... Hey, lass das, du Arschloch! Eine erste Probe. Die Tests an dir beginnen jetzt. Ich werde dein Geheimnis erfahren. Bericht. Warte auf mein Eintreffen. Schon deine Kräfte, Mensch. Riker steckt in Schwierigkeiten. Genau wie wir. Sam, was kannst du mir sagen? Ich registriere einen biologischen Sender in ihrer Blutbahn. Versuche ihn zu neutralisieren. Okay, das kann erst mal warten. Irgendeine Idee, wie wir hier rauskommen? Die Eindämmungsfelder reagieren nur auf lebende Materie. Wenn sie sterben, wird das Feld um sie herum abgeschaltet. Wie Sie wissen, kann ich dank unserer Verbindung ihre Vitalwerte verbessern, wenn es erforderlich ist. Ich kann auch das Gegenteil bewirken. Wenn du also meine Lebenszeichen abschaltest, mich tötest, verschwindet das Feld? Ja, anschließend würde ich versuchen, sie wiederzubeleben. Gibt es noch andere Optionen? Meiner Ansicht nach nicht. Alles klar, tun wir's. Nicht schon wieder. War mir ein Vergnügen. Ich halte Ihr Herz an. Jetzt. Sam? Stimuliere das Herz-Kreislauf-System. Keine Reaktion. Stimuliere das Herz-Kreislauf-System. Es hat offenbar geklappt. Selbstverständlich. Naja, schon klar. Sie sind soweit okay? Genau wie Sie, als Sie sich totgestellt hatten. Dann mal raus aus diesem Käfig. Es gibt einen Wartungsgang, der aus diesem Raum führt. Wartungsgang. Okay, dann muss es auch irgendwo einen Zugang geben. Ich gehe ihn suchen. Hier könnte es nützliche Infos geben. Wir sollten diesen Bereich durchsuchen, solange wir noch können. Wartungsgang? Nö. Doch. Geh da weg! Kostet!
nicht. Sie haben jetzt zwei Pathfinder gegen sich. Und ihre Sicherheitsmaßnahmen beeindrucken uns nicht. Ja. Raker, bitte komm. Was ist los? Eine kleine Ablenkung. Captain Hager und Venro brauchen Zeit für den EMP. Ich melde mich. Eine wirklich mutige Salarianerin. Sag mir, was du über Meridian weißt. Seid ihr deshalb hier? Meridian? Davon habe ich noch nie gehört. Wir sind gerade erst angekommen. Die Reise war lang und... Nochmal! Erzähl mir von Meridian! Wie gesagt, ich weiß nicht mal, was das ist. Ich... Wie willst du mir dann dienen? Was haben sie... Seziere dieses Exemplar nach Belieben. Look. Interessant. Aber eine Lüge und alles kann vorbei sein. Sie zerstören nichts, das ihnen noch dienen kann. Gut gesagt. Alles dient mir. Vorher vielleicht, aber jetzt hören Sie zu, wenn ich rede. Noch Audiolog? Woher kommt ihr? Aus einer anderen Galaxie. Wir nennen sie die Milchstraße. Warum bist du hergekommen? Wir sind Siedler, auf der Suche nach einer Heimat. Sag die Wahrheit. Wo ist eure Invasionsstreitmacht? Wir sind keine Invasoren. Bitte, wer sind Sie überhaupt? Wir wollen Ihnen nichts tun. Wir... warten Sie... Nein! Ich kann Ihnen nicht sagen, was... Ich nicht weiß! Du lügst! Wo ist euer sogenannter Pathfinder? Ich weiß es nicht! Wichtige Organe wurden entfernt. Ja, dies ist hier astreines Versuchslabor. Ja. Wir sind ja auch die Fremden und nicht die anderen. Mir wurde gesagt, dieses Exemplar beansprucht einen Titel für sich. In meinem Volk bin ich als Moschei bekannt. Hier bist du nichts. Ich bin ihr Feind. Du erfüllst einen Zweck. Das ist alles. Nur deshalb bist du noch am Leben. Du wirst mir sagen, was du weißt. Oder du wirst leiden. Ja. Ich habe doch gesagt, ich habe sie noch nie gesehen, diese Reliquie. Der Schmerz wird deine Erinnerung stimulieren. Oh. Zum letzten Mal. Wie funktioniert Meridian? Ich weiß es nicht. Dann wird das Exemplar erfahren, was wahre Qualen sind. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was die hier gemacht haben. Haben wir noch einen Audiodruck? Nee. Gut. Schauen wir mal da oben, was ist da noch? Nicht. Nicht, nicht, nicht. Ungebremstes Temperament. Zum Töten geboren. Sogar die anderen Exemplare haben Angst vor ihnen. Um die Population der Kroganer zu begrenzen, wurde ihnen absichtlich ein genetischer Fehler eingesetzt. Aber ich weiß nicht. Ohne diesen Defekt
sind sie möglicherweise nicht aufzuhalten. Naja, mürrisches Volk, aber... Ja, die anderen waren damals... Ja, genau. Unter den neuen Exemplaren sind die Menschen die verwirrendsten. Sie verfügen über eine größere emotionale Bandbreite als die anderen. Ihre Unberechenbarkeit macht sie gefährlich. Aber wenn es gelänge, die Wurzel ihrer Leidenschaften zu isolieren, wir müssen einen herausragenden Vertreter ihrer Art identifizieren und für weitere Studien einfangen. Diejenigen, die sie Asari nennen, pflanzen sich mit einer Mischung aus Biologie, Gedanken und Erinnerungen fort. Sie nehmen sich von einer Spezies, was sie brauchen, wie es auch sein sollte. Man darf die Fortpflanzung nicht dem Zufall überlassen. Die überlegene Rasse herrscht. Und doch tun diese Asari so, als wäre es anders. Sie nennen es Verschmelzung. Ein Umarmen der Ewigkeit. Die Biologie hat keine Verwendung für Poesie. Letztlich sind wohl ihre biotischen Fähigkeiten das Nützlichste an ihnen. Diese Turianer verfügen über ein nützliches Exoskelett, das unter lebensfeindlichen Bedingungen von Vorteil sein könnte. Noch interessanter ist ihre intrinsische Disziplin. Sie halten sich an militärische Ordnung. Ein sinnvolles Merkmal, um für Gehorsam zu sorgen. Für weitere Studien sind zusätzliche Exemplare erforderlich. Das Nützlichste an diesen Salarianern sind ihre kognitiven Fähigkeiten. Ihre Gedankenprozesse laufen viel schneller ab als die der anderen. Sie sind klug und verfügen über eine Gerissenheit, die man nutzen könnte. Es ist allerdings noch viel Arbeit, die entsprechenden genetischen Marker zu isolieren. Zum Glück haben wir keinen Mangel an Exemplaren. Die benutzen die Leute alle für ihre Forschung, um dann, ich sag jetzt mal, die besten Bestandteile mit ihren genetischen Dingens zu vermischen. Irgendwie so. Was gibt's denn hier hin? Achso, geht's wieder zurück. Gut. Ja. So. Okay, das hat irgendwas bewirkt. Sehen wir uns mal um. Von mir hatte gehofft, etwas derart Böses gäbe es nur in der Milchstraße. Ich schätze, das war wohl naiv. Das bietet uns eine Gelegenheit, unseren Mut zu beweisen. Unsere Entschlossenheit, das aufzuhalten.
Was war das? Ich glaube, wir sind nicht allein. Ich fange langsam an, diese Viecher wirklich zu hassen. Was hat es hier drin gemacht? So, geht's denn jetzt hier? Was ist mit ihm geschehen? Ein toter Salarianer. Er muss in die Luftschächte entkommen sein und dann... Haben Sie dieses Tier auf seine Fährte gesetzt? Hier spricht Raker. Einige unserer Leute sind noch am Leben. Ich bin jetzt zu Ihnen unterwegs. Captain Hager, wie ist Ihr Status? EMP ist einsatzbereit. Wir haben die Quartiere des Archons fast erreicht. Halten Sie sich bereit. Ein Kroganer? War er. Vermutlich einer von Drax Speer. Die DNA ist kroganisch, aber drastisch verändert. Die Cat stehen eindeutig kurz davor, den Aufstieg der Spezies abzuschließen. Sie sind motiviert und effizient, das steht fest. Da wären wir. Captain Hager, Ryder hier. Wir haben das Allerheiligste des Archons erreicht. Verstanden. Geben Sie uns Bescheid, wenn wir den EMP auslösen sollen. Er müsste die Geschütze deaktivieren. Alles klar. Okay, Leute, wir suchen nach einer Reliquie der Relikte. Es ist eine Karte von Meridian. Wieso interessiert er sich so sehr für die Relikte? Das grenzt ja schon an Besessenheit. Das ist die alles entscheidende Frage. Und wir müssen die Antwort vor ihm finden. So, scannen wir's mal. Es ist ein Relikt-Artefakt. Allerdings nicht... Wenn wir das schaffen, wird der Zorn des Archons noch viel schlimmer. Wir müssen ihn aufhalten. Nach allem, was wir auf diesem Schiff gesehen haben, droht dem gesamten Cluster der Genoz... Der Archon hat dieses Artefakt intensiven Tests unterzogen und es dabei beschädigt. Es hat keinerlei Nutzen mehr. Dieses Objekt dient keinem nützlichen Zweck. Es ist das Relikt-Äquivalent von Müll. Der Archon hat keine Ahnung, was dieses Zeug ist. Oh, untersuchen. Pathfinder, diese Reliquie hat die Moschei beschrieben. Es ist tatsächlich eine Karte. Ich lege sie über diejenige, die wir auf Eos entdeckt haben. Das also. Das ist Meridian. Koordinaten erfasst, Pathfinder. Das ist also euer Ziel. Meridian ist mehr, als dir bewusst ist.
Das Wetter ist nur ein Bruchteil seiner Macht. Und ich lasse nicht zu, dass du es entweißt. Ich kann damit besser umgehen als sie. Wieso? Weil eine künstliche Intelligenz in deinem Kopf ist, dir erklärt? Ich habe gesehen, was im Labor geschehen ist und weiß jetzt, was dich so besonders macht. Meridian gehört mir. Ich habe dich lange genug getragen. Sobald eure Schiffe zerstört sind, sitzt ihr hier fest. Captain, EMP abfeuern. Erledigt. Ja, super. Jetzt hätte ich es nicht gewusst. Das ist nicht gut. Okay zu sein. Okay. Die Zeit wird knapp, Pathfinder. Einen Moment, Pathfinder. Ich empfange kroganische Lebenszeichen an Bord des Schiffes. Nicht weit von ihnen entfernt werden mehrere Gefangene festgehalten. Sie sind für den Aufstieg vorgesehen. Vielleicht sind das ja Drax' verschwundene Späher. Sam, kommen wir noch rechtzeitig dorthin, bevor die Cat die Energieversorgung wiederherstellen? Wenn Sie sich beeilen, ja. Ryder, hier ist Raker. Ich sitze fest. Ich bezweifle, dass ich es schaffen werde. Wo sind Sie? In der Nähe von Zellen, in denen mehrere meiner Leute festgehalten werden. Sie sind noch am Leben. Ich habe Captain Hager befohlen, auf die Arche zurückzukehren. Sie hätten ihn begleiten sollen. Ich konnte meine Leute nicht einfach zurücklassen. Aber ich schätze, es ist vorbei. Von einem Pathfinder zum anderen. Leben Sie wohl. Raker, Ende. Verdammt nochmal! Ihnen bleibt nicht genug Zeit, um beide zu retten. Sobald die Kette Energieversorgung wiederhergestellt haben, sitzen Sie in der Falle. Ach, das ist die letzte Chance für Drax Speer. Der Archon wird Sie in Monster verwandeln. Speer oder Pathfinder?
Schwere Entscheidung. Sie wollte es aber so. Okay, nachladen. Wir müssen diese Kroganer vor dem Aufstieg bewahren. Wer sind Sie? Pathfinder Ryder, wir sind hier, um die Gefangenen zu retten. Und wer sind Sie? Birtak, einer von Nagmor Drek's Speeren. Ich konnte entkommen, als die Energie ausgefallen ist. Aber allein schaffe ich das hier nicht. Meine Leute werden am Ende des Korridors festgehalten. Mit reichlich Kett zwischen uns und ihnen. Dann kämpfen wir uns eben durch. Wir holen ihre Leute und verschwinden von hier. Machen Sie sich bereit. Dort vorne sind Kett. Ja, und sie sind so gut wie tot.